Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch. Jeder von uns möchte gern geliebt werden, nicht wahr? Es ist so schön, wenn man von anderen Menschen gut behandelt wird. Ist es möglich, geliebt zu werden, wenn man die Wahrheit sagt? Der Prophet Micha lebt und kennt erstmal keinen Ärger. Die Aufgabe des Propheten ist sehr schlicht. Er soll dem Volk oder dem König die Wahrheit sagen, das, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist eigentlich sehr einfach, oder? Jeder soll sich freuen, wenn es einen Propheten gibt, den man befragen kann. König Ahab will in den Krieg ziehen und er befragt dafür 400 Propheten. Sie sind der gleichen Meinung. So wie der König. Sie wollen dem König gefallen und die sagen, zieh in den Krieg. Du wirst gewinnen, du wirst es ausführen. Und wie gut ist das, wenn Propheten die gleiche Meinung haben wie der König? Alle freuen sich. Sie sind einfach Lieblinge des Königs. Sie sind mehr als bereit, dem König zu dienen. Aber plötzlich kam Josaphat. Das ist der König aus Juda, der mit Ahab in den Krieg ziehen wollte. Und es kam ihm ein Gedanke, hast du nicht noch irgendeinen Propheten, den wir befragen können? Und Ahab erinnert sich an einen Propheten, den er aus irgendeinem Grund nicht mochte. Und wir lesen Folgendes in 2. Chronik, Kapitel 18, Vers 7. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete, der König rede doch nicht so. Also, was hält der König von diesem Propheten Micha und warum? Er sagt, ich hasse ihn, denn. Und dann begründet er seine Antwort, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes. Und jetzt ist die Frage, ja, was macht er? Verflucht er den König oder wünscht er ihm nichts Gutes? Nein, Micha ist einer, der nur die Meinung des Herrn sagen kann. Und er kann in diesem Fall nicht den starken Wunsch von Ahab unterstützen. Und deswegen sagt dieser König Ahab, dass dieser Prophet Micha sehr böse ist. Schaut mal, wie deutet Ahab, wer gut und wer böse ist? Er deutet das durch die Brille seiner Wünsche. Wenn jemand meine Wünsche bestätigt, das muss ein ganz guter Mensch sein. Wenn jemand aber gegen meine Wünsche spricht, das kann kein guter Mensch sein. Eigentlich der einzige Mensch, der ihn geliebt hat, war Micha, denn er hat Ahab vor dem Tod retten wollen. Und alle 400 Propheten, die nach seinem Wunsch gesprochen haben, schickten ihn eigentlich in den Tod. Wie gehen wir mit der Wahrheit um? Was suchen wir? Suchst du Menschen, die dir die Wahrheit sagen, oder findest du sie böse? Vielleicht habt ihr schon mal gehört von kleinen Kindern, die ihre Eltern als böse nennen. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, du darfst nicht so lange am Handy oder an einem Spiel sitzen, an der Konsole. Und plötzlich sagen die Kinder, ich habe böse Eltern, die mir verbieten, so lange zu spielen, wie ich gerne möchte. Oder du findest deinen Pastor nicht gut, weil er dir abrät, die Person zu heiraten, die du gerne heiraten möchtest. Und er sagt, das sehe ich nicht so, denn die Person lebt in der Scheidung und das wird nicht gut sein. Und du bist böse,
Du hältst den Pastor für einen bösen Menschen, weil er nicht deinen Wünschen entsprechend predigt oder sagt. Meine Frage ist, wie bewertest du Menschen? Wie bewertest du deinen Ehepartner, Eltern, Menschen, die nicht deinen Wünschen nachsprechen, sondern vielleicht die Wahrheit sagen? Und die Wahrheit kann manchmal aussehen, dass es gegen deine Wünsche gerichtet ist. Wie reagierst du? Die Frage ist sehr schlicht. König Ahab hat sein Leben verloren, weil er die Wahrheit nicht geliebt hat, weil er seinen Wünschen nachgegangen ist. Vielleicht will Gott dich warnen durch die Wahrheit. Wenn der Pastor, wenn Geschwister, wenn deine Eltern dich warnen, nicht deinen Wünschen nachzugehen. Liebst du die Wahrheit? Das ist die schlichte Frage, die du, die ich, jeder von uns beantworten soll. Gott segne dich dabei.